man muss netzwerken. Wir wollen gemeinsam was bewegen. Unsere Kinder, unsere Generation, und darum geht es uns. Und danke für die Einladung. Gerne. Was wir wollen heute, einige Übungen präsentieren, wie wir den Zugang zu diesem Thema Bewegung und Lernen mit unserer Systematik erreichen wollen. Wir haben natürlich nicht unbedingt wieder den größten Bewegungsraum. Aufgrund von Covid sind wir das jetzt aber schon gewohnt, dass wir im kleineren Bereich digital arbeiten müssen. Daher ist auch die Auswahl dieses Übungsprogramms auf diese kleine Übungsfläche ausgerichtet. Aber wir haben ein hochkarätiges Demonstrationsteam. Das freut mich wirklich. Es sind drei jüngere Damen, die im Sport heimisch sind. Da gibt es zahlreiche österreichische und steirische Meistertitel und Spitzenplatzierungen. Das heißt, das hat schon eine gewisse Aussagekraft. Und ich freue mich natürlich, dass ihr sofort bereit wart, auch hier mitzuarbeiten. Ich möchte zuerst, und ich muss sie vorstellen, weil die drei Damen kein eigenes Mikrofon haben, weil sie sich dann ja bewegen müssen, um die Übungen vorzuzeigen. Die Eva Kuplent, sie hat Lehramt studiert, Sport, Deutsch und Italienisch, hat dissertiert, genau in diesem Thema Sprachenlernen durch Bewegungslernen, hat ihre Dissertation, glaube ich, sehr, sehr gut abgeschlossen. Ich kenne sie und ich weiß, eine sehr gute Arbeit, die da dahinter steckt, auch ein riesiger Zeitaufwand. Sie unterrichtet derzeit in der Elementar- und Primarpädagogik auf der BH Graz und auf der KPH Graz. Und ihr Sportart ist Sportakrobatik. Herzlich willkommen, Eva. So, die Julia Meder, sie hat jetzt ihr Volksschulstudium abgeschlossen und mich freut das persönlich besonders. Sie schreibt ihre Masterarbeit im Rahmen einer Studie der NML-Methode in der Volksschule Schönau mit Migrationskindern und es wird von Woche zu Woche und Monat besser. Die Erfolge stellen sich wirklich ein durch das Übungsprogramm, das die Kinder mit ihrer Lehrerin bzw. im Sportunterricht auch mit der Julia mit uns absolviert. Und sie unterrichtet jetzt schon seit 2 oder 3 Wochen in der Volksschule St. Oswald bei Blankenwart und berichtet nur positiv. Also es gefällt dir in der Schule, die Kinder, glaube ich, der Bezug zu den Kindern, den hast du bereits gefunden. Und sie lacht und sie schmunzelt und sie fühlt sich in der Schule sehr, sehr wohl. Und ihre Sportart ist die rhythmische Gymnastik. Natanja Jutmeier, in dem Fall meine Tochter, arbeitet schon lang in den NML-Programm mit und sie macht jetzt, glaube ich, seit 12 Jahren mit Volksschulprojekten, hat Sportwissenschaften studiert und unterrichtet jetzt in der Volksschule Wildbach, macht dort den Sportunterricht, wo auch die Pädagoginnen auch immer dabei sein wollen. Sie sind freiwillig dabei. Sie hat in diesem Jahr natürlich auch das Covid-Programm etwas differenzieren müssen, aber ich glaube, die Zufriedenheit in der Schule ist sehr, sehr groß. Ihre Sportart war, sie ist nicht mehr aktiv, Basketball in der obersten Spielklasse. Gut, wir werden dann in das Programm einsteigen, in das Praxisprogramm. Ich möchte nur kurz vor, die Damen schicke ich jetzt da hinaus, damit sie zu ihren Geräten kommen. Kognitiven Lernprozessen. Ich glaube, das spricht dann schon der Sinn und Zweck heraus. Je höher die Motorik, je besser die Motorik ist, desto höher kann ich koordinativ arbeiten, desto intensiver kann ich kognitive Reize setzen. Für mich ist es ganz wichtig, von der Motorik so weit auszugehen,
dass die motorischen Übungen in einem Fluss ablaufen und der kognitive Prozess gleichzeitig vollzogen wird. Meistens ist es so, wenn ich eine motorische Übung mache, zumindest am Anfang, und ich kriege einen kognitiven Reiz, wird die Motorik unrhythmischer oder wird sogar gestoppt, um nachzudenken, welche Lösungsmöglichkeiten ich hier im kognitiven Bereich habe. Und das möchte ich einfach zusammenfließen lassen. Ausgangspunkt für mich ist immer eine Basisübung, die jedes Kind oder jeder Sportler, auch Erwachsener, es geht ja nicht nur um die Schule, kennen sollte. Und dann versuche ich über viele Variationen zu einer Zielübung zu kommen. Und wir versuchen ein kleines Beispiel dann mit Reifenbällen und Sandsackerl Ihnen einmal darzustellen, damit man die Systematik sieht, wie ich vorgehe. Wir versuchen natürlich, oder wir müssen auch und wollen das natürlich auch, den gesamten Lehrplan einfließen lassen, beziehungsweise arbeiten wir nicht nur im Turnsaal, sondern auch in der Klasse. Und wir beziehen auch alle Gegenstände im Schulbereich ein. Also nicht nur Bewegung und Sport, sondern Mathematik, Deutsch, wie auch immer, sogar Musik. So versuchen wir, schön langsam in einen Bewegungsbereich zu kommen, der dann so aussieht, auch von der Systematik her, dass wir 30 Minuten zum Beispiel in einer Klasse einen Bewegungsbereich abschließen und dann sofort anschließend 30 Minuten lernen. Oder wir machen das eine Stunde im Turnsaal und eine Stunde im Klassenzimmer lernen. So ungefähr läuft es im Prinzip ab. Es gibt natürlich dann auch bestimmte Mischformen, aber im Großen und Ganzen ist diese Organisation in der Systematik so gestaltet. Gut, darf ich dann die Damen bitten, die Eva startet einmal. Kommst du her zu mir? Wenn man methodisch wieder arbeitet, im ersten Bereich, versuchen wir, dass ein Partner den Reifen hält. Genau, jetzt spürst du ihn oben drüber. Genau, jetzt zeigen wir euch gleich ein paar so Übungsfrequenzen, die wir anschließen. Genau. Sehr gut, Eva. Die zweite Variante ist im methodischen Bereich. Du zwickst da den selber ein. Das heißt, das ist eine Hilfe. Gib jetzt das rundherum, rundherum, rundherum. Genau. Das ist eine Hilfe. Und wenn das funktioniert, nimmt die Eva den Reifen. Und jetzt machen wir eine Übung. Geht durch. Oben drüber und wechseln. Oben drüber und wechseln. Oben, genau. Wir wechseln jetzt die Wurfhand und die Hand, die den Reifen hält. Sehr gut. Probieren jetzt unten durchwerfen. Nächste Übung und auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden. Unten durch, durch den Reifen durch, durch den Reifen durch, genau. Das ist wieder die Methode, wo Kinder am Anfang lernen sollen, dass der Ball, wenn er Boden auffällt, ihn wieder zu fangen. Und dann versuchen wir es direkt. Direkt durchwerfen und wechseln, genau. Hopp, 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 hopp. Gut, die Eva fängt jetzt an zu kombinieren, diese vier Übungen frei einmal zu kombinieren, ohne Vorgaben, sondern frei einmal zu lernen, zu kombinieren. Ja, wir haben eine Live-Sendung, das passiert halt dann, da ist der Stresspegel natürlich höher, obwohl die alle wettkampfmäßig geschult sind. So, ich brauche jetzt die zwei Kleinreifen. Okay, so jetzt methodisch weiterzugehen, das ist erst einmal für größere Kinder, Erwachsene oder auch Sportler, dass wir den Reifen kleiner machen. Oder umgekehrt methodisch eine Hilfe, zum Beispiel für Kinder im Kindergarten. Probierst irgendeine Übung mit dem Reifen? Genau. Gut,
Dann machen wir es für die Eva noch ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir nehmen einen noch kleineren Reifen. Sehr gut. Stopp. Gut. Eva, danke. Julia? Die Julia wird jetzt diese Übungen mit einem Tennisball machen. Da geht es wieder darum, Finger und Handgelenk zu forcieren bei diesen Übungen. Dass man überall beim Werfen braucht, ja, ein weiches Handgelenk und Aktivitäten in den Fingern. Nicht den Ball in der flachen Hand halten. Super. So probieren wir gleich oben drüber werfen und Hände wechseln. Genau. Oben drüber, oben. Ist leicht am Anfang. Super. Okay. Stopp. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Die Julia soll jetzt versuchen, wieder feinmotorisch, gerade wichtig für Kinder, Feinmotorik auszubilden, den Reifen nicht Finger und Daumen zu halten, sondern mit vier Fingern oben. Ja? Und das verringern wir dann auf drei Finger, auf zwei Finger, auf einen Finger und auf den Daumen. Das heißt, schau, dass du in den Rhythmus kommst und probierst es dann selbstständig. Ja? Mit vier Finger. Genau. Das erfordert schon ein sehr genaues Arbeiten und ist vielleicht auch für eine rhythmische Gymnastikathletin eine ganz gute Übung. Vor allem eine ungewohnte Übung, oder? Mhm. Schon, ja. Genau. Probieren wir verkürzen auf drei Finger. Lass der Zeit. Zuerst üben. Genau. Wir haben genug Zeit. Super. Ja, super geht's. Okay, machen wir einen Stopp und probierst das mit zwei Fingern. Da ist natürlich auch ein bisschen die Wurfhand, die Haltehand beim Werfen im Weg. Das heißt, ich muss einen Weg finden, das nachzuvollziehen. Jetzt probieren wir es nur mit einem Finger. Das ist sicher die schwierigste Übung. Ja, super. Sehr gut. Super. Super. Perfekt. Okay, und jetzt nehmen wir einen Daumen dazu. Nur den Daumen, oder? Nur den Daumen, ja. Hoppla. Perfekt, Julia, super. Siehst du, jetzt kommst du in einen guten Rhythmus hinein. Und jetzt wäre es natürlich, jetzt könnten wir ein bisschen kognitiv arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt vier Finger und einen Daumen. Wenn ich vier sage, sind die vier Finger oben. Ja, wenn ich drei sage, sind die drei Finger oben. Bei zwei, zwei Finger. Ja, wenn ich eins sage, ist ein Finger oben. Und wenn ich sage, den Daumen strecke ich nach oben, dann musst du herschauen. Daumen nach oben, dann kommt der Daumen. Jetzt probieren wir einfach so ein Beispiel zu sagen, wie ich kognitiv arbeiten kann. Und das probieren wir mal. Vier, zwei, super, Julia, super. Drei, eins, zwei schnell, gell? Mhm. Ja, kann natürlich Zeit lassen. Herrlich, super. Zwei mal zwei? Ja, man kann rechnen. Drei minus zwei? Eins. Super. Julia, die Julia hat das jetzt das erste Mal gemacht. Super, danke. Das war so ein bisschen Einblick in kognitive Prozesse. Super. Okay, change mal. Nadanja. Die Nadanja arbeitet jetzt mit dem großen Ball als ehemalige Basketballerin. Hoffentlich doch ein Vorteil, mit dem großen Ball zu arbeiten. Sie kennt natürlich diese Übungen. Weil sie macht sie auch selber in der Schule mit ihren Kindern.
Okay, probier trippeln. Probier dich ein bisschen vorwärts und rückwärts zu bewegen. Ganz kleine Schritte, ein bisschen ein Bein weiter zunehmen, ohne zu laufen, sondern einfach einen Rhythmus finden mit kleinen Schritten. Über die Beinarbeit mit dem Ball arbeiten. Super, Nani. Probierst du das rundherum gehen? So, jetzt kommt eine interessante Übung. Sehr gut, super. So, ich muss aus dem Bild. Du kommst da mir, oder? Gut. Nani, danke. So, damit ich auch ein bisschen aktiv wäre. Wir können das Ganze natürlich noch weiter erschweren. Ich nehme einen kleinen Badmintonschläger, ideal für die Volksschule, auch für den Kindergarten. Natürlich zuerst nicht mit einem Ball, sondern wir versuchen das mit einem Sandsacker. Das heißt, ich mache dieselben Übungen, spiele dann das Sandsacker wieder herüber, damit wir die linke Hand auch schulen. Ja, ich passe Stress anscheinend. Gut. Und jetzt versuchen wir das Ganze mit dem Wechsel. Ja? Hand, Wechsel. Hand, Wechsel. Hand, Wechsel. Hand, Wechsel. Da natürlich auch. Hopp. 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 Okay. Das heißt, diesen Übungsbereich kann ich natürlich auf diese Art und Weise wieder steigern. Gut, setzen wir fort, Julia. Die nächste Variante wäre, vom Stand wegzukommen und den Reifen zu rollen. Die Julia hat natürlich jetzt wirklich erschwerte Bedingungen, weil das Rollen in diesem kurzen Segment unheimlich schwer ist. Aber bevor wir anfangen, wieder eine methodische Hilfe. Das heißt, auch für die Kinder nicht gleich rollen, sondern ich ziehe den Reifen, du laufst mit und machst die Übung. Genau. Wieder einmal gewöhnen an die Bewegung und gleich auch rückwärts. Ja? Rückwärts, wichtiger Prozess. So, und die Julia versucht es jetzt, wenn der Reifen rollt. Super. Macht nichts, warte mal. Das ist das Tolle. Genau. Das heißt, wir verbinden die Übung durch den Reifen und durch eine Zusatzübung. Ja? Da will ich jetzt nicht auf alle Zusatzübungen eingehen, sondern es geht nur um das System. Die bekannte Übung durch den Reifen und eine Zusatzübung. Genau. Und wenn ich die Julia jetzt noch kognitiv bearbeiten möchte, mache die Übung, dann sage ich einen Anfangsbuchstaben und du sagst entweder ein Tier, einen Namen oder irgendetwas drauf. Ja? A. Apfel. Super. B. Banane. Super. Wieder so ein Beispiel. Vor allem, wenn wir gerade Obst lernen in der Volksschule, kann man solche Begriffe natürlich mit einbauen in das ganze System. Julia, super. Ich weiß, es war schwer, aber toll. Natalia? So, die Natalia versucht das Ganze jetzt mit dem großen Ball. Ja? Ja, das wird zu wenig werden. Gib nur endlich Gas, gib Gas. Super, super, super.
Es ist wirklich schwer. Wir haben es vorher ein bisschen probiert. Es ist nicht einfach. Und dann kommt noch das Scheinwerferlicht dazu. Die Leute zu Hause, super. Probieren noch einmal am Staun trippeln. Probier am Staun trippeln gleich. Genau. Machen wir es noch schwerer. Trippeln und dann erst drehen. Genau. Trippeln und dann drehen. Gut. Ja, passt schon. Das ist sehr gut, Übung. Trippeln und drehen. Einmal zum Abschluss. Super, passt gut. Ja, jetzt hast du es. Okay, super, Nani. Gut, das wäre mal so der erste Übungsblock zum Einstieg. Ich übergebe jetzt weiter an die Claudia. Claudia, bitte. Danke, Gerhard. Es ist für mich ganz, ganz spannend, dazu zu schauen. Ich komme aus der Pädagogik und ich habe im Hinterkopf, ich stehe im Turnsaal und rund um mich wuseln 25 Kindergartenzwerge oder eine ganze Volksschulklasse. Und wisst ihr was? Genau das ist für mich Lernen in und durch Bewegung. Man hat gesehen, diese Konzentration, dieser hohe Fokus. Und wo lernen Kinder? Zwischen An- und Überforderung. Lernen braucht Bewegung. Warum Bewegung? Warum nicht im Sitzen? Ja, schaut's einmal. Also ich weiß ja, manche Lehrer erwarten, dass das Hirn in die Schule kommt und dann steht plötzlich das ganze Kind da. Ja? Warum Bewegung? Weil wir in und durch Bewegung über all unsere Sinne mit unserer Umwelt in Verbindung stehen. Und was bedeutet denn Lernen? Was bedeutet Lernen? Von welchem Lernbegriff reden wir? Spannende Frage. Man kann Lernen ja auf ganz verschiedene Art und Weise definieren. Ja? Diese Lernbegriffsdiskussion, die sparen wir uns heute. Wir nehmen mit. Immer dann, wenn Arme und Beine in Bewegung sind und unser Hirn das auch noch mit den Augen und den Ohren koordinieren muss, dann passiert Lernen. Und tausende Nervenbahnen vernetzen sich. Und da gibt es neuronale Feuerwerke. Und es ist grenzgenial. Wir sehen es nur nicht. Aber wir sehen den Output. Und ich bin ja Psychomotorikerin. Und aus der psychomotorischen Perspektive sagen wir immer, es kommt der ganze Mensch. Es geht um das Denken, wo man meint, das ist das Hirn. Ja? Es geht um das Spüren, die Emotionen. Unser Lernprozess braucht nämlich auch Emotionen. Weil ohne Motivation, ohne diesen Gefühl von Begeisterung und Euphorie, wird es ein bisschen schwierig, wenn ich eigentlich nicht motiviert bin. Aber Kinder, die sind motiviert, ja, und die spüren, die fühlen und die denken. Ich habe also diesen ganzen Menschen, der da in die Schule kommt und der unbedingt lernen will. Und jetzt verrate ich euch noch was. Dieses Lernen fängt nicht erst in der Schule an. Das beginnt ja schon viel, viel früher, ja. Und darum reden wir von psychomotorischen Basiskompetenzen. Nämlich das, was Kinder brauchen, um auch in der Schule erfolgreich zu lernen. Und das entwickelt sich schon viel früher. Und darum, also alle, die aus der Pädagogik kommen, so wie ich, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr nehmt Anregungen mit. Wie kann ich denn Lernen in und durch Bewegung verbinden? Alle, die aus dem Sport sind, es wird auch für euch spannend. Wir schauen nämlich, welche Argumente hat der Sportunterricht, dass er auch das schulische Lernen von Kindern begünstigt. Und alle Eltern und Großeltern, Onkels und Tanten, Omas und Opas, die heute da sind, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr nehmt Anregungen mit, wie ihr durch vielfältige Bewegung eure Sprösslinge, die Kinder, die euch umgeben, zum Lernen motivieren könnt und in ihrem Lernen begleiten könnt. Und vor allem werdet ihr merken, nicht nur die Kinder lernen, bis ins hohe Alter. Meine Oma mit 86 lernt noch jeden Tag, nämlich am meisten, indem sie sich bewegt und durch Bewegung. Ja? Psychomotorische Basiskompetenzen. Wir haben hier übernommen das Spüren, das Fühlen, das Denken und werfen jetzt so einen Blick auf diese unterschiedlichen Teilaspekte. Durch die Bewegung und in der Bewegung entwickeln wir soziale Kompetenzen. Der Mensch ist ein Gemeinschaftstier, Mensch,
Lebewesen erlebt Gemeinschaft und Gehirnentwicklung braucht Gemeinschaft, braucht das soziale Miteinander. Selbstkompetenz, Selbstkonzept, dieses, wo sind denn meine Körpergrenzen? Das sind wesentliche Voraussetzungen, die ich brauche, damit ich in der Schule im Unterricht gut lernen kann, aber ihr werdet es gleich merken, fürs ganze Leben. Exekutive Funktionen ist so ein kleiner Teilaspekt, der Gerhard hat schon darauf angesprochen und wird sicher nochmal darauf zurückkommen, die wir dem kognitiven Bereich zuordnen. Und wie über die Bewegung, über das Spüren, über den körperlichen Austausch mit der Umwelt. Und jetzt habe ich euch verraten, ich bin aus der Psychomotorik und ich bin auch Lernberaterin. Und dann kommen zu mir Schülerinnen und Schüler ins Lernstudio und da geht es darum, die tun sich in der Schule ein bisschen schwer. Was macht man denn? Und dann gibt es sowas, das heißt Teilleistungsdiagnostik. Und ratet, worauf wir schauen. Wir schauen, wie schaut es mit der Wahrnehmungsebene aus? Funktioniert die visuelle, die auditive Wahrnehmung, das Sehen, das Hören? Klappt das alles gut? Kann das Kind sich spüren und seine Körpergrenzen erkennen? Wir schauen auf die Raumorientierung, die Differenzierungsfähigkeit, unterscheiden auf Serialität. Ich spanne euch jetzt ein bisschen auf die Folter. Auf Gedächtnisleistungen und Intermodalfähigkeiten. Und jetzt ratet's mal. Alle, die aus dem Sport sind, willkommen. Jetzt stellen wir nämlich plötzlich fest, da gibt es ganz viele Parallelen. Denn Gleichgewicht ist eine grundlegende Wahrnehmungsfähigkeit. Und das, was ich euch hier notiert habe, ist das, was man aus dem Sport als koordinative Fähigkeiten kennt. Und die korrelieren in hohem Maß mit den Teilleistungsfähigkeiten, mit dem, was Kinder zum Lernen in der Schule brauchen. Und während wir uns in der Praxis bewegen, werden wir darauf schauen, wie entwickeln sich denn diese Fähigkeiten in und durch Bewegung und wozu brauche ich sie? Wir starten gleich mit Gleichgewichtstraining. Eva, darf ich dich zu mir bitten und nimmst uns gleich was zum Thema Gleichgewicht mit, bitte. Der Gleichgewichtssinn, der entwickelt sich schon pränatal, also im Mutterleib. Und dieser Gleichgewichtssinn steht in Verbindung mit zahlreichen Funktionen, nämlich nicht nur mit dem Balancieren, sondern der hat Auswirkungen aufs emotionale Verhalten. Der hat Auswirkungen auf die Selbstsicherheit. Vielleicht magst du noch ein paar Beispiele mit dazu holen dann, während ich ein bisschen was zum Gleichgewicht erzähle. Wir kennen Kinder, die haben Lernschwierigkeiten, weil ihr Gleichgewicht nicht optimal entwickelt ist. Und wir kennen Kinder, die tun sich sozial, so im Miteinander mit anderen, schwer. Und plötzlich stellt irgendwer fest, das Gleichgewicht ist nicht optimal entwickelt. Das Gleichgewicht ist das größte System in unserem Körper. Es steht in Verbindung mit dem Hören, dem Sehen. Wir brauchen es für den aufrechten Gang. Und damit ein Kind auf einer Linie schreiben kann, braucht es ein gut entwickeltes Gleichgewichtssystem. Das heißt, wenn wir wollen, dass wir unsere Kinder gut ins Leben begleiten und wenn wir bis ins hohe Alter gut in Bewegung bleiben wollen und auch geistig fit und gut dabei bleiben wollen, entwickeln wir unser Gleichgewicht. Use it or lose it. Und außerdem, Gleichgewicht ist ein wesentlicher Faktor in der Unfallprophylaxe. Je besser entwickelt das Gleichgewichtssystem, umso geringer die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, einen Unfall zu erleiden. Das heißt, bei den psychomotorischen Basiskompetenzen kommt hier auch noch die Gesundheitskompetenz mit dazu. Gleichgewicht kann ich entwickeln, danke, durch jede Drehung um die Längs- und Querachse des Körpers. Das heißt, kullern, rollen, Purzelbäume schlagen. Vielleicht gehören manche von euch noch zu der Generation, wo man sich auf der Wiese den Hang hinuntergekullert hat. Das ist Gleichgewichtsentwicklung. Schwingen und Schaukeln ist Gleichgewichtsentwicklung pur. Balancieren, auf einem Bein stehen, bis hin zum Pedalofahren. Beim Pedalofahren, ich weiß, mittlerweile gibt es diese Geräte in vielen Klassen.
Und manche Lehrer scheuen sich dann davor, die auch im Unterricht einzusetzen. Und drum steigt zuerst aufs untere Brettl, dann aufs obere. Und wenn ein Kind am Anfang unsicher ist, bitte ich meine Hand zur Hilfe und sicher Oberarm. Und dann starten die los. Und wichtig ist immer der Zehencheck. Und wisst ihr was? Ich mache das mit Kindern ab dem Kindergartenalter. Und die lernen noch ratzfatz Pedalo fahren und haben noch jede Menge Spaß dabei. Und ich kenne Schüler in der 4. Klasse Volksschule, die dann Pedalo fahren und gleichzeitig jonglieren. Und da sind wir dann in der Intermodalfähigkeit oder in der Kopplungsfähigkeit, in der Fähigkeit, mehrere verschiedene Aktivitäten und Kompetenzen miteinander zu verbinden. Raumorientierung, ein wesentlicher Begriff. Wir kommen mal in so eine Schulklasse. Wozu braucht ein Kind Raumorientierung? Zuerst einmal, damit es seinen eigenen Platz in der Klasse findet. Ja? Das ist nämlich für so einen Erstklässler durchaus eine Herausforderung. Und dann soll das Kind von links nach rechts schreiben. Zahlen genau untereinander setzen. Merkt ihr, das sind lauter Raumorientierungsbegriffe. Und damit diese Raumorientierung in der zweidimensionalen am Blatt Papier gut funktioniert, entwickeln wir sie wie in und durch Bewegung. Oben drüber, unten durch, das sind Begrifflichkeiten, die das Kind in und durch Bewegung erleben und erfahren kann. Ich kletter auf das Tau hinauf, ich kletter auf den Baum hinauf und entwickle meine Raumorientierungsfähigkeit. Danke, Eva. Ich übergebe an den Gerhard und wir sehen gleich, wie es im neuromotorischen Lernen weitergeht und werden zwischendurch immer wieder einen Blick auf diese grundlegenden Dimensionen und Kompetenzen werfen. Danke, Eva. Claudia, danke. Ich glaube, besser kann man das nicht erklären, demonstrieren. Ich glaube, jetzt versteht jeder, um was es beim Bewegen und Lernen geht, was die Voraussetzungen für Lernen sind, wie auch die Zusammenhänge zwischen dem sportlichen Bereich, dem Bewegungsbereich und dem Lernen sind. Eva, du hast es hervorragend demonstriert. Dein Gleichgewicht ist wirklich perfekt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe bewusst diese Information nicht am Anfang gestellt. Sie haben jetzt ein bisschen einen Eindruck, in welche Richtung wir gehen wollen. Sie haben natürlich die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Es wäre auch sehr erwünscht von uns, Rückmeldungen zu bekommen, ganz egal, in welche Richtung sie auch gehen. Die sind einfach auch für unsere Weiterentwicklung sehr, sehr wichtig. Gerade in diesem Bereich gibt es kein Stehenbleiben. Das ist ein ständiges, auch für uns, ein ständiges Lernen, nicht nur von uns beiden oder von anderen Kollegen und Kolleginnen, sondern vor allen Dingen von den Kindern. Wir lernen unheimlich viel von den Kindern. Also ich kann das für mich persönlich wirklich sagen, es gibt für mich nichts Schöneres, wenn Kinder anfangen, Bewegungen zu machen, nachzumachen, zu imitieren und dann selbst erfinderisch werden, wenn sie, das ist der wichtigste Schritt für die Entwicklung im Gehirn, für die Synapsen. Und wenn ich dann zuschaue, kommen wir aufgrund dieser erfinderischen neuen Bewegungsaktivitäten auch wieder neue Einfälle, wie kann ich so eine Übung weiterentwickeln. Und das ist für mich das ganz, ganz Positive. Und weil du gesagt hast, deine Großmutter, ich bin zwar noch nicht 86, aber auch mich hält diese Arbeit mit den Kindern wirklich sehr, sehr jung. Und ich möchte, die Eva war vorige Woche auch mit, wir waren zusammen mit der Pädagogischen Hochschule auf einer Sportwoche und ich habe dort Studenten gefragt, wer lernt mit Bewegung? Ungefähr 40% der Studenten und der Studierenden lernen über die Bewegung. Und zwar nicht bewusst, weil ihnen das nicht bewusst ist, sondern weil der Körper es verlangt. Und ich habe dann den anderen auch einmal gesagt, wir machen solche Übungen jetzt in der Ausbildung, aber probiert es einmal selbst beim Lernen, Bewegung einzusetzen, die ihr machen wollt. Ja? Und vielleicht das beste Beispiel aus der Wissenschaft für mich,
Einstein hat seine Relativitätstheorie beim Radfahren entwickelt im Hirn. Und vor 3 Jahren waren, glaube ich, 80% der ausgezeichneten Wissenschaftler haben ihre Ideen in der Natur, in der Bewegung, in der Natur gehabt. Also ein besseres wissenschaftliches Beispiel kann ich im Moment nicht liefern, obwohl es viele Studien gibt, die das Lernen in Bewegung ja schon bestätigen. Wir werden auch am Ende sicher 10, 15 Minuten, wenn wir benötigen, auch länger, hätten wir gern auch über Fragen, nicht nur über den Chat, sondern direkt über den ganzen Laptop- und Digitalbereich, gerne Fragen, die wir auch beantworten werden. Also diese Zeit und Möglichkeit haben wir und würden uns freuen, wenn es hier eine rege Teilnahme geben würde. Gut, ich möchte euch jetzt eine Übung vorstellen, die Motorik und kognitive Prozesse wieder verbindet. Und ich schicke voraus, diese Übungen, die ich heute zeige, machen wir auch bereits in der Volksschule. Ja? Und der Start, der einfache Start, auch mit Sandsäckchen, passiert bereits im Kindergarten. Natanja, bist du so lieb? Stell dich, glaube ich, so her. Wir haben 2 Basisübungen. Und zwar, wir bauen einmal ein Dach und einmal einen Keller. Und zwar über den Ball und unter den Ball. Ich verwende nicht das Klatschen. Erst einmal werden die Hände ziemlich schnell rot, sondern für mich geht es wieder um die Feinkoordination, die Fingerspitzen zueinander zu arbeiten. Entscheidend ist immer die Übung, die gemacht wird. Ganz egal, wie oft der Ball aufspringen sollte. Ja? Natanja zeigt es einmal, dass der Ball ruhig öfter aufspringt. Die erste Basisübung, oben ein Dach, unten einen Keller und dann schnappen wir den Ball und sie zeigt mir genau das, was ich euch weiter transportiere, was das Spielen betrifft. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Ball in der Körpermitte zu halten, weil das ist immer der Ball, der vom Gegner sofort geklaut wird. Das heißt, die Übung, hopp, hopp, Ball schnappen, intensiv wegziehen und schützen, wo ich arbeiten kann. Das ist ein wichtiges Element am Anfang, das man oft nicht beachtet, aber hilft mir als Ballgrundschule bereits die richtige Bewegung zu machen. Die zweite Aktivität ist, dass wir zuerst unten beginnen, unterm Ball und Ball schnappen. Und unser Ziel ist jetzt, machst einmal oben, unten, einmal unten, oben, dass der Ball nur einmal aufspringt. Genau. Noch einmal. Und die Natanja macht es bereits so, was als Ziel gedacht ist, dass wir mit der Übung erst beginnen, wenn der Ball vom Boden wegspringt. Wobei methodisch kann man früher beginnen zum Lernen, er kann öfter aufspringen. Nur das Ziel ist, dass die Hände dann so schnell arbeiten, nach dem Aufspringen. Genau. Okay. So, und jetzt versuchen wir, den Rhythmus zu ändern. Wir machen beide Übungen und der Ball springt 2-mal auf hintereinander. Und das ist immer der kurze Augenblick, wo ich warten muss. Das am Anfang irrsinnig schwer ist für Kinder, nicht diesen Rhythmus zu haben, sondern es wird der Rhythmus verändert. Probier das. Genau. Probier es noch einmal. Das ist dieser kurze Augenblick, wo ich warten muss und der Rhythmus verändert wird. Okay. Gut. So, wir nehmen eine Dimension dazu. Das ist der erste Schritt, wo die Kinder am Anfang wirklich nur über den Kopf arbeiten müssen, damit sie die Übung nachvollziehen können. Das heißt, wir können ohne Probleme die Übung zuerst mit dem Ball am Boden machen. Hochwerfen, vorstellen, er springt auf. Oben beide Hände zum Oberschenkel, unten zusammengreifen und den Ball schnappen. Einfach so kann ich die Übung mental einfach erarbeiten. Und wir versuchen auch bereits mit den kleinen Kindern, wenn ihnen die Übung vorgezeigt wird oder wir haben einen Laptop mit, sie sehen solche Übungen digital, dass sie sich irgendwo kurz hinsetzen, hinlegen, Augen schließen und diese Bewegung nachvollziehen, lernen.
Wir haben damit wirklich Erfolg. Sie können es viel leichter umsetzen, als wir fangen gleich mit einer Übung an und Sie probieren da irgendwas herum und das funktioniert nicht so richtig. Probieren wir mal, Tanja. Hopp, oben, hopp, unten. Genau, hopp. Und jetzt machen wir die schwierigere Übung. Ich weiß nicht, ob man das schon so herausgefiltert hat. Wenn wir oben anfangen, zuerst, habe ich mehr Zeit. Das heißt, mein Hirn hat mehr Zeit, die Befehle an die Muskulatur zu geben. Ja? Jetzt starten wir unten mit dem ersten. Ich muss schneller greifen. Genau. Okay, das kriegt in der Tanja eine schwierigere Aufgabe als nächsten Schritt. Wir bleiben bei der Übung, aber du gehst oben zweimal, tak, tak, bom. Eins, zwei, tak, tak, hopp. Genau, und jetzt probierst du es unten zweimal. Super. Ja, sie hat es schon öfter gemacht, funktioniert hervorragend. Nächster Schritt ist, dass die beiden Hände nicht gleichzeitig eine Bewegung absolvieren, sondern hintereinander. Das ist am Anfang. Probierst einmal rechts, links, beim zweiten Mal links, rechts. Machen wir gleich eine schwierige Aufgabe für dich. Genau. Links, rechts. Gut. Passt schon. Und jetzt eine Hand geht zum Oberschenkel, die andere Hand geht Richtung Hinterkopf. Probieren wir mal. Wir verändern wieder die beiden. Genau. Umgekehrt. Jetzt merkt man, sie denkt. Und jetzt lernt sie neuromotorisch. Das ist genau das. Sie denkt jetzt nach, weil sie muss eine andere Übung vollziehen mit der anderen Hand. Ja? Sehr gut, wenn man das sieht. Das passt ja. Ist ja okay. Gut. Okay. Ich kann natürlich Ferse, Popo, ich kann alles nehmen. Hinten kein Problem. Ja? Ich kann anfangen, einen Daumen und Zeigefinger. Das ist vielleicht, was wir dann noch machen werden. Ja? Oder probier das gleich. Hochwerfen, klatschen, Daumen. Ein kleiner Finger, der Wutziputz, unten klatschen, Schnapp. Okay, ja, springt dann nochmal auf, ist kein Problem. Ja, probier nochmal. Okay. Natürlich methodisch kann ich nicht so komplex arbeiten, wie wir das machen, aber wir haben die Zeit nicht, jedes Detail einzeln herauszuholen. Wenn ich natürlich am Anfang anfange, nur einmal oben zu klatschen und den Ball zu schnappen, aber ich hoffe, wir schauen uns so Sportfachleute zu, dass man methodisch, dass jeder weiß, wie er diese Übung herunterbrechen kann. Okay, so, das kommt für die, auch für viele Erwachsene, würde ich sagen, eine feinmotorische Übung. Wir bleiben oben klatschen, rechter Daumen geht zur Nasenspitze, unten klatschen, fangen. Dann kommt der Zeigefinger, dann kommt der Mittelfinger, dann kommt der Ringfinger und dann kommt der Wutziputz. Ich sage deswegen Wutziputz, weil ich das zu den Kindern auch immer sage. Umgekehrt fahren wir mit der linken Hand an, Wutziputz, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger und der Daumen. Okay, probieren wir. Macht nichts. Ich weiß, es ist viel. Okay, das sind die Dinge, die dann sehr komplex und dann länger sind. Und in der Tanja hat da einen wehen Finger, das hat sie aber nicht vom Üben, sondern aus einem anderen Grund. So, und jetzt probieren wir wieder, mehr kognitiv zu arbeiten. Ja, bleiben wir wieder beim Rechnen. Es ist einfach in dem Fall am einfachsten. Eine gerade Zahl, ja, heißt immer, rechts, links oder links, rechts? Ausführung offen. Eine ungerade Zahl heißt immer beide Hände zum Oberschenkel. Ja? Sie wirft den Ball hoch und kriegt erst dann die Information. Das heißt, sie muss relativ rasch reagieren und eine Lösung finden. Jetzt sind wir wieder bei der kognitiven Flexibilität. Ja? Okay, probieren wir. Eins. Probieren wir es noch einmal. Wurf, eins, super. Wurf, zwei, super. Warte ein bisschen, habe ich noch nicht gesagt, warte ein bisschen. Wurf, fünf weniger, zwei, minus zwei. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht, oder? Fünf minus zwei. Noch einmal.
Noch einmal, wirf höher. Wurf, 5 weniger 3 ist eine gerade Zahl. Ich möchte nur zeigen, wie schwierig die Übung ist. Ja? Noch einmal, probier, 5 weniger 2 ist eine gerade, 5 weniger 3 ist eine gerade Zahl, beide im Wechsel. Geht schon. 5 weniger 2, genau. Eine Übung machen wir noch. Damit ist der Stressfaktor vorbei. Wurf, 2 mal 2. Okay, super. Okay, also sind keine Grenzen gesetzt der ganzen Situation, auch wieder mit Begriffen und so weiter. Super, Nani, ich weiß, das ist ein Stressfaktor. Und das ist, wenn man das nicht dauernd wirklich übt, ist das natürlich nicht so einfach. Ich weiß ja da nicht, wie es mir dabei geht, weil ich bin immer der, der da anschafft. Ich meine, ich zeige es Ihnen zwar vor, aber im Prinzip schaffe ich immer an. Weil wenn ich mir selber den Befehl gibt, 2 mal 2, weiß ich das vor. Also ist das völlig egal. Da tue ich mir natürlich relativ leicht. Gut, das war so ein Beispiel wieder, wie wir motorisch arbeiten. Claudia, bitte setz du fort. Eva, darf ich dich mit der Koordinationsleiter zu uns bitten? Die ist nämlich für mich so ein ganz geniales Trainingsgerät. Die Fußballer, die jubeln immer gleich, ja, kenne ich, kenne ich. Und die Lehrerinnen setzen sie auch immer häufiger ein. Die kann ich nämlich im Klassenzimmer hervorragend einsetzen, im bewegten Lernen. Und wenn ich im Kindergarten frage, wie springt denn Känguru? Was machen die Kinder? Ah, Bein, Bein, Schluss, Sprung. Und was habe ich da drinnen? Gleichgewicht. Und die Raumorientierung, die wir schon angesprochen haben. Und jetzt holen wir uns auch noch die Rhythmisierung dazu, indem wir Mitte, Mitte, breit springen. Mitte. Hört ihr den Rhythmus, den das ergibt? Und Sprache hat einen eigenen Rhythmus. Und für Sprachentwicklung brauche ich Rhythmisierungsfähigkeit. Und in ganz vielen Sportarten brauche ich Rhythmisierungsfähigkeit. Kann ich so wunderbar kombinieren. Serialität. Ein Buchstabe nach dem anderen ergibt ein Wort. Und ein Wort nach dem anderen ergibt den ganzen Satz. Und ein Satz nach dem anderen ein Aufsatz. Und diese Herstellung der Serien ist die Serialitätsfähigkeit, die brauche ich auch in Mathematik. Es ist nämlich ein bisschen ein Unterschied, ob ich 394 oder 439 schreibe. Wenn ich springe rechts, rechts, links, dann verbinde ich Serialität und Gleichgewichtstraining miteinander. Okay, geht das auch auf einem Bein? Super. Und so eine Koordinationsleiter setze ich ein in der Klasse, um den Unterricht zu rhythmisieren und bewegte Pausen zu gestalten. Ich setze sie ein, um Lernen und Bewegung miteinander zu verbinden. Ich setze sie im Turnsaal ein, um Großgeräte miteinander zu verbinden und einen kleinen Parcours rund um das Reck zum Beispiel aufzubauen. Und immer wieder habe ich es drinnen. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen kniffliger und springen Mitte und bei Breite klatschen. Danke. Und bei der Eva schaut das so einfach aus. Und wenn man selber versucht und nicht trainiert ist, dann merkt man, doch gar nicht so leicht. Es erfordert Lernen. Und wisst ihr, was mir am meisten taugt? Dann, wenn die Kinder beginnen, unsere Anregungen aufzugreifen und damit zu experimentieren und damit zu üben, zu probieren. Und dann kommt das Miteinander, dieser soziale Aspekt, den ich angesprochen habe. Dieses, schau mal, was ich kann und schau mal, wie ich mache und probieren wir mal gemeinsam. Und dann auf einmal werkeln die und entwickeln ihre Sozialkompetenzen durch Anregungen, Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist es, worum es geht im bewegten Lernen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass wir Bewegungsräume eröffnen, indem sich diese soziale, emotionale, kognitive Dimension, das ganze menschliche Sein, auch in Bewegung ausdrücken kann. Das bedeutet für mich Lernen in Bewegung und Lernen durch Bewegung. Intermodalfähigkeiten, schauen wir uns gleich noch einmal an, bitte.
Die Slalomstangen hätte ich gerne, bitte. Wir haben jetzt vom Gerhard schon einige Bälle, einige Übungen mit Bällen gesehen. Und das können wir doch dann verbinden, danke. Und die zwei kleinen Bälle, bitte. Denn wenn ich jetzt mit den Kindern, übrigens, ich kenne Kinder im Kindergarten, die erzählen mir, meine Mama hat aber noch nie mit mir Ball gespielt. Und der Papa auch nicht. Ich spiele eigentlich, wenn nur im Kindergarten Ball. Also bitte, wertvollstes Geschenk für jedes Kind. Und bitte in allen Größen, Formen, Farben und hart, weich, mit Noppen, egal. Möglichst viele Bälle für Kinder, denn Augen-Hand-Koordination, die brauche ich, um schreiben zu lernen. Wir stellen uns vor, Blatt Papier, das Auge und die Hand, die müssen echt gut zusammenarbeiten, damit dieser Schreiblernprozess funktioniert. Und jetzt haben wir auch noch diese Differenzierungsfähigkeit, denn am Anfang der Volksschule kann es passieren, dass ein Kind ein bisschen fester aufdrückt, so dass man den Buchstaben durch alle drei Seiten sieht. Kommt vor, vielleicht kennt ihr solche Kinder. Differenzierungsfähigkeit kann ich mit Bällen trainieren. Unser Schnappi-Spiel oder Level-Spiel, ja, wenn die Kinder Level hören, ist gleich cool, weil Level ist der Computer. Und Level 1 ist die Schreibhand, die 10-mal prellt. Und Level 2 ist dann gleich die Nicht-Schreibhand. Und immer wenn ich es 10-mal geschafft habe, komme ich in den nächsten Level. Und der Level 3 ist dann schon mit beiden Händen gleichzeitig. Und im Level 4 überkreuze ich und fange nebeneinander. Und im Level 5 kreuze ich und fange gekreuzt. Und wisst ihr, was das Feine ist? Kinder sind motiviert zu lernen und sie lieben Bälle. Und ihre Augen-Hand-Koordination trainieren sie. Und jetzt verbinden wir das auch noch mit den Slalomstangen und prellen einmal im Slalom im Gehen. Und wenn ich im Klassenzimmer keine Slalomstangen habe, dann nehme ich halt die Schultaschen und lasse sie da im Slalom prellen. Und sie werden immer wieder neue Ideen entwickeln. Meine Kinder haben bei mir in der Lade Eisbecher gefunden. Bist du so lieb, holst du uns dieser Eisbecher her? Eisbecher und Bälle, das geht doch echt gut zusammen. Da kann man nämlich wirklich kreativ werden. Meine Kinder haben gesagt, Mama, super! Also ein Sohn kannte sie aus der Schulklasse. Die haben sich nämlich den Zahlenraum 1000 mit 1000 Eisbechern erarbeitet. Das ist für mich bewegtes Lernen, wenn Kinder begreifen. Ja? Und die haben ein Teamspiel entwickelt. Und der Kleine sagt zum Großen, prell mal her, prell mal her. Easy, meine Kinder sind halt Tennisspieler, ja, für die ist das nicht wirklich die Challenge. Aber ganz schnell haben die beiden Bällen gleichzeitig geschossen. Du prellst, ich prell und wir fangen beide. Und auf einmal habe ich wieder diese Sozialkompetenz, die soziale Komponente mit dabei und Kreativität und exekutive Funktionen, kreatives Denken. Lösungsmöglichkeiten für allfällige Probleme. Und es könnte sein, dass wir im Leben mit eventuell Problemen konfrontiert sind. Und was wir dann brauchen, sind Lebenskompetenzen, nämlich kreatives Denken, Empathie, Sozialkompetenz. Danke, Eva. Und so entwickeln Kinder, wenn sie bewegt lernen dürfen, Lebenskompetenz. Und das ist es, worum es für mich geht, ja? Was für mich bewegtes Lernen bedeutet. Gerhard, bitte, ich bin gespannt, was ich von dir und von deiner Seite noch sehe. Ja, du hast ja gerade von Raumorientierung, Differenzierung, für mich Ballgefühl, Krafteinsatz und so weiter gesprochen, Ball-Hand-Auge-Koordination. Ich möchte mit der Julia und mit der Natanja ein paar Übungen jetzt zeigen, wo ich diese Fähigkeiten einsetzen muss, damit es funktioniert. Nein, ohne. Was die? Nein, ich fange an zuerst. Bleib mir da. Wo wir auch ein Krafttraining ein bisschen dazu nehmen, wo Leute dann gar nicht spüren, dass sie auf einmal Liegestütz machen müssen, dass sie stabilisieren, aber immer unter dem Aspekt, diese Ball-Auge-Hand-Koordination
und mit Differenzierung und so weiter einzusetzen. Wir rollen jetzt den Ball, umlaufen den Ball. Und zwar, wenn wir rechts laufen, umlaufen wir den Ball rechts, rollen über die rechte Schulter und stoppen den Ball mit dem Unterarm. Unterarm stoppen. Genau. Und wieder stoppen. Und jetzt bewegen wir beim zweiten Mal den Unterarm und den Ball. Das ist also ein bisschen das kinästhetische Empfinden, Fühlen. Wie fühlt sich der Ball an? Ist ein weicher Ball, ein harter Ball? Okay, die zweite Übung ist, wir umlaufen wieder zuerst den Ball und stoppen den Ball mit dem Knie. Bitte, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Nathaniel wird es dann vorzeigen, dass wir mit dem Knie nicht auf den Ball hinaufdrücken, weil das, glaube ich, nicht so gut ist fürs Knie, sondern die Belastung ist auf dem Bein, auf dem ich stehe. Das heißt, ich muss eine einbeinige Kniebeuge machen als Krafttraining. Und die Nathaniel zeigt uns jetzt, dass wir den Ball hin und her rollen, dann sehen wir, dass wir das Gewicht auf diesem Bein haben. Ja, bitte schön. Okay. So, und jetzt versuchen wir, die zweite Bewegungsrichtung einzubauen. Und zwar nicht im Umlaufen, das erfordert eine andere Raumorientierung, den richtigen Schrittrhythmus zu finden, weil die meisten Kinder am Anfang zuerst drüber springen. Ja? Wir laufen dem Ball nach und stoppen ihn in der Vorwärtsbewegung. Genau. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich einen Schritt vorausdenken, weil der Ball doch schneller ist. Genau. Gut. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, den Ball langsamer zu rollen, den Ball schneller zu rollen, den Ball rückwärts zu rollen, den Ball auf die Seite zu rollen. Also alle diese Möglichkeiten einzubauen. Ich kann auch den Ball leicht aufwerfen, dass er springt. Dann drücke ich ihn auf den Boden und mache dann die Übung. Es gibt da viele Möglichkeiten, man muss nur ein bisschen kreativ sein, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen. So, danke Nani. So, die Julia hat jetzt die Aufgabe, den Ball zu umlaufen und mit der Stirne zu stoppen. Nicht mit dem Kopf bitte, sondern mit der Stirne. Das heißt, sie muss in eine Liegestützposition gehen. Sehr gut. Und leicht den Ball hin und her rollen. Du kannst ihn auch nach vor rollen. Und dann haben wir gleich eine Übung, wo man im Liegestütz auf allen Vieren weiterkrabbelt. Dann rollen wir mit dem Oberkörper drüber. Genau. Stehst wieder auf. Und jetzt stoppst du den Ball mit dem Gesäß, aber umlaufen. Das heißt, ich brauche eine tiefe Kniebeuge. Und wenn es geht, bitte stoppen und nicht draufsetzen. Ich weiß, das ist dann die bequeme Variante. Und jetzt machen wir die drei Übungen hintereinander in der Vorwärtsbewegung. Das heißt, ich laufe den Ball nach, Liegestütz und mit der Stirn stoppen. Super. Auf. Nachlaufen, mit dem Oberkörper stoppen und wieder drüber rollen, bis der Ball beim Fußgelenk ist. Achtung, vorne. Sehr gut. Und jetzt in der Vorwärtsbewegung mit dem Gesäß stoppen. Super, sehr gut. Okay. Schließen wir das gleich an mit den zwei Hütchen. Ja? Wir werden nur zwei Hütchen nehmen. Mehr Raum haben wir nicht dabei. Rechts rollen, links umlaufen und dabei rechts vorbeirollen. Gell? Links umlaufen und mit der rechten Hand die Hütchen berühren. Eine Zusatzübung. Stoppen kann sie frei, mit welcher Körperteil sie das auch immer machen will. Freie Bewegungsausführung. Weil da sehen wir dann auch, was setzen die Kinder ein.
Sind Sie gewillt, auch die schwierigeren Übungen wie Liegestütz einzusetzen oder bleiben Sie immer bei der selben Übung, der Stoppübung, oder haben Sie gewisse Übungen nicht im Kopf? Daher jedes Mal stoppen, ein anderer Körperteil. Ja? Okay, da kommt noch dazu, dass man sehr exakt rollen muss. Super. Nicht so schnell, Julia. Stopp. Julia ist völlig übermotiviert, ganz schnell unterwegs. Gar nicht notwendig, den brauchen wir gar nicht, den Druck. Rollst du jetzt? Und jetzt arbeiten wir wieder mit den Fingern. Nehmen wir den Daumen und den Mittelfinger. Zurück, Zeigefinger und kleiner Finger. Daumen, Mittelfinger. Drauf tippen, genau. Stoppen. Zeigefinger, kleiner Finger. Okay, so kann ich das Ganze wieder ein bisschen erschweren, auch mit Zahlen, Farben und so weiter arbeiten. Als Abschlussübung versuch noch einmal mit beiden, also rechts rechts und links links mit dem Fuß hinaufzutippen. Fuß, Fuß, genau. Und jetzt wechseln wir noch einmal ab. Hand, Fuß. Super. Perfekt. Super. Danke, Julia. Diese Übung kann ich natürlich auch mit dem Fuß machen. Das heißt, ich rolle nicht mit der Hand, sondern ich rolle den Ball mit dem Fuß und variiere dann Hand, Fuß und so weiter. Die Natanja zeigt uns die nächste Variante, indem wir den Ball trippeln. Nimmst du Hand, Fuß und so weiter mit. Gell? Tripp geht schon. Gut, stopp, Natanja. So, wir nehmen jetzt noch eine Bewegungsrichtung dazu. Roll zuerst aber den Ball, und zwar, wir rollen den Ball rückwärts und laufen auch rückwärts. Ja. Geht schon, probier. Super, noch einmal rückwärts. Okay, passt, die methodische Hilfe war das. Probieren wir das einmal mit zwei Bällen trippeln. Probier das einmal. Genau. Hopp. Und auch rückwärts. Gut. Hand kannst du dir aussuchen. Eine Hand trippelt, eine Hand rollt. Zuerst einmal vorwärts, einmal rückwärts. Rollen, rollen, einen rollen. Ah. Okay, super. Okay, gut, super. Das wäre so ein Übungsblock, wieder mit Bällen zu arbeiten, mit zwei Bällen zu arbeiten. Es geht natürlich auch mit einem Tennisball, mit zwei Tennisbällen, mit einem Volleyball, mit einem Tennisball. Auch hier wieder differenzieren, verschiedene Bälle zu nehmen, auch die höher springen, die weniger hoch springen, genau um diese Differenzieren, dieses Gefühl herauszubekommen, wie stark muss mein Krafteinsatz sein, damit der Ball dementsprechend springt zu der Übung, die ich machen soll. Ein weicher Ball ist natürlich, wo ich fester drauf drücken muss, mit dem anderen Ball, wo ich weicher arbeiten muss. Aber das ist eine Übung, wo ich schon ganz stark arbeiten muss, um das herauszubringen. Gut, Claudia? Ich darf.
Ich darf Bewegung und Lernen miteinander in Verbindung bringen. Ich bräuchte bitte, liebe Eva, das Rollbrett und unseren Zauberzylinder. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es gibt so viele wirklich geniale Lehrer und Lehrerinnen, die Lernen und Bewegung schon auf einzigartige Weise miteinander verbinden. Und an der Stelle auch ein herzliches Danke an alle Lehrer und Lehrerinnen, die sich investieren, die sich engagieren, die sich Gedanken machen und Bewegung in den Unterrichtsalltag unserer Kinder bringen. Ja, manchmal stellen wir mit Bedauern fest, das Berufsbild der Pädagogen ist nicht so wie früher, dass du automatisch hoch angesehen bist, wenn du ein Lehrer oder eine Lehrerin bist. Aber ich verrate euch was, von meiner Seite allergrößte Wertschätzung. Und jedes Kind, das in einer Klasse sitzt, in der bewegter Unterricht stattfindet, ist ein glücklicheres Kind, ist ein Kind, das motivierter sein wird zu lernen, ist ein Kind, das weitreichende Kompetenzen entwickelt, mehr als nur Bewegungskompetenz. Und Lernen und Bewegen kann man gut miteinander verbinden, zum Beispiel mit einem Rollbrett. Du darfst auf dem Rollbrett sitzen, knien oder liegen, nur nicht stehen. Und fährst dann bis zum Zauberzylinder, ziehst deine Karte und liest, was hier steht. Nenne die Mehrzahl von das Kind, die Kinder. Und wichtig, Selbstkontrolle. Und das ist natürlich toll, weil so können Kinder bei Lernstationen selbstständig den Lehrstoff vertiefen und erarbeiten. Holst du uns auch noch die Klammerkarten her, bitte, Eva? Die würde ich noch ganz gern zeigen. Danke. Und wir nehmen dazu gleich noch einen Ball zum Zielrollen. Bis zu den Klammerkarten vor. Und in der Klasse verwende ich dann ganz gern Teppichfliesen. Und mit diesen Teppichfliesen kann ich meine Lernstation markieren. Und damit kann ich dann sogar lesen, schreiben und rechnen im Turnsaal. Und kann die Koordinationsleiter verwenden oder auch einen Geschicklichkeitsparcours. In dem Fall machen wir so, wir nehmen uns ein Hütchen und probieren das Zielrollen. Das ist dein Ziel. Du startest bitte im Halbkniestand. Und da sehe ich auch gleich, ist der Rücken gerade. Sind die Bauchmuskeln aktiv? Ja, wenn ich beobachte, sehe ich hier schon ganz viel über Gleichgewichtsfunktionen des Kindes. Und versuchst einmal das grüne Hütchen zu treffen. Ah, Differenzierungsfähigkeit. Und lauf den Ball nach, nimm ihn unterwegs mit und dann löst bitte die Aufgabe bei der Klammerkarte. Hund, wachsam treu, gelbeckig, saftig spitz, flüssig giftig. Welches Wort passt? Ja, wachsam, treu. Wichtig, Selbstkontrolle. Also Klammerkarten wunderbar einzusetzen für das bewegte Lernen. So kann ich nämlich dann Bewegung und Lernstoff noch miteinander kombinieren. Und was wir heute gezeigt haben, sind ganz viele verschiedene Materialien, verschiedene Übungsbeispiele. Es sind von unserer Seite aus Anregungen. Es gibt so viele geniale Konzepte, nutzt es. Es gibt so viele tolle Beispiele aus unserem Praxisfeld, aus der Sportperspektive und aus der pädagogischen Perspektive. Nutzt sie bitte. Mensch, beweg dich. Lieber Gerhard, ich glaube, du hast noch was vorbereitet für uns. Haben wir Zeit? Ich bin zeitlos glücklich gerade. Ich bin in meinem Element, es taugt mir einfach. Wie viel Zeit haben wir, um Fragen aus dem Chat zu beantworten? Ja, Claudia, ich glaube, wir haben jetzt mehr oder minder intern auch beschlossen, nachdem wir jeder drei Übungsblöcke haben und ich glaube, dass es auch erkennbar war und das haben wir auch bewusst so gestaltet, die verschiedenen Zugänge noch mehr herauszuarbeiten von der Seite und von deiner Seite, von der Ideologie her und vom Denken her, gibt es ja keinen Unterschied zwischen uns beiden. Und wie du vorher gesagt hast, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Botschaft war. Es gibt verschiedene Zugänge, es gibt verschiedene Modelle. Es gibt nicht nur ein Modell
Und diese zu verbinden, diese zu bearbeiten, miteinander zu gestalten, das ist, glaube ich, das Schöne, das uns zwei jetzt verbindet, das uns auch in dem Form so zusammengeführt hat. Und ich glaube, dass das auch für mich der wichtigste Bereich ist, sich nicht an einem festzuhalten, sondern dort einfließen lassen, da einfließen lassen. Genauso wie Kinder verschiedene Lernzugänge haben, sollte man mit diesen Übungen, kann man das auch in diese Richtung gestalten und teilweise auch kompensieren. Und wahrscheinlich wird jedes Kind aus der Vielfalt dieser Übungen die Lieblingsübungen herausfiltern und auch dementsprechend dann selbst trainieren, üben und so, wie du auch schon gesagt hast, mach mit, so ein Kind hat das als Favoritenübung, das andere Kind hat das als Lieblingsübung. Und wenn die anfangen zu tauschen, Übungen zu tauschen und dann innerhalb dieser Übungen selber Varianten und Kombinationen finden, ich glaube, dann haben wir den wichtigsten Schritt Lernen und Bewegung gemacht, weil das verlernt das Kind nicht mehr. Und wenn man dann älter wird, dann bleibt man wahrscheinlich dabei oder erinnert sich auch und greift wieder auf diese Fertigkeiten und Fähigkeiten zurück, nicht nur motorisch, sondern auch was das Denken betrifft. Seid sie so lieb, kommt sie auch zu uns her. Ich möchte jetzt wirklich euch fragen, wie geht's euch? Ihr macht sowas, glaube ich, jetzt zum ersten Mal in so einem Forum, oder? Also, ihr seid Wettkampf gewohnt in eurer Sportart, vor Publikum und so weiter, ist keine Frage. Aber das ist auch was Neues. Es ist was anderes als selbst unterrichten, selbst vorzuzeigen, mit den Kindern zu arbeiten. Ihr wart jetzt ein Demo-Team, ja? Das uns allen Fehlern passiert, das ist kein Problem. Ich finde, das ist auch das Gute in einer Live-Sendung und ich finde, dass das auch ganz wichtig ist, dass Kinder sehen, dass auch ein Lehrer gewisse Dinge, dass ihm vielleicht ein paar so Hopperlas auch passieren. Das zeigt ja auch, ich kann mich anstrengen, ich kann Fehler machen, es ist kein Problem, es führt mich aber zum Ziel. Wie geht's euch? Super. Laut. Es hat Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen. Schön. Dani? Auch, also es war irrsinnig toll, dabei zu sein und auch mitmachen zu können, nicht nur zuzuhören. Und ja, es ist fordernd. Oh, schön. Ist gut, wenn drei Spitzensportler oder Leistungssportler auch so einen Kommentar abgeben. Das waren allgemein basismotorische Übungen, also nicht speziell auf eine Sportart zugeschritten. Natürlich, Ballspieler tun es ja ein bisschen leichter, mit dem Ball umzugehen, keine Frage. Die Eva als Sportakrobatin hat man gesehen, mit Gleichgewicht und so weiter, Koordinationsleiter, kein Problem, das ist auch ihr Metier. Ja, Claudia, dein Resümee. Mein Resümee. Ich freue mich über jeden Teil in diesem großen Netzwerk. An der Stelle auch ein großes Danke an all jene, die sich für das große bundesweite KGB-Projekt engagieren. Ja. Ich freue mich über Zusammenarbeit wie mit dem Werner Schwarz, wo ich dann höre in den Schulen im bewegten Lernen, da wird auch Simply Strong umgesetzt. NML-Akademie, das sind so viele wertvolle Inputs von so vielen Seiten und das ist für mich so dieses Wertvolle, diese gegenseitige Bereicherung und von vielen Seiten her auf das Thema draufschauen, den Kindern vielfältige Möglichkeiten bieten, um Unterricht zu verändern, um mehr Gesundheit durch mehr Bewegung in unsere Gesellschaft zu bringen. Danke. Ich wollte das auch noch einbringen oder anbringen, ist nicht das richtige Wort. Wir haben in der Steiermark durch das Bewegungsland über die Dachverbände wirklich viele Möglichkeiten, viel Bewegung in die Schulen, in die Kindergärten, auch in die Vereine zu bringen. Beziehungsweise, du hast es schon erwähnt, KGB, ein bundesweites Programm des Sportministeriums, das durch Fitsport Austria umgesetzt wird. Und wir zwei haben immer die große Ehre,
bei diesem KGB-Kongress, der jedes Jahr stattfindet, in Wiener Neustadt dabei zu sein und können auch dort unsere Ideen an Übungsleiter, Instruktoren und Trainer, die dort anwesend sind, auch Pädagogen und Pädagoginnen weitergeben. Und das eröffnet doch wieder ein weiteres Netzwerk und ein weiteres Feld, wo unsere Ideen ein bisschen weitergetragen werden. Und es ist natürlich schön, wenn es auch funktioniert und ankommt. Das ist das Schöne dabei. Gut, wir haben gesagt, wir nutzen die letzten Minuten, um eventuelle Fragen zu beantworten. Ich sehe gerade, die Theresa zeigt, es gibt keine Fragen. Entweder sind alle enttäuscht oder alle glücklich, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kommen noch einige im Chat. Ich glaube, es sind dann auch unsere Kontaktadressen eingeblendet. Wir machen das natürlich auch aus Werbezwecken, keine Frage, aber auch darum, dass wir erreichbar sind. Wenn es Interesse gibt, sei es jetzt von Schulen, von Vereinen, von anderen Institutionen, auch Firmen, wir können auch Mitarbeiter in diesem Bereich schulen, um genau dasselbe zu erreichen, was wir in der Schule erreichen wollen oder mit unseren Sportlern erreichen wollen. Mehr Koordination, mehr kognitive Flexibilität in den Sportbereichen und auf jeden Fall eine stärkere Motorik, mehr Konzentration und Aufmerksamkeit, um eigentlich den Prozess nicht nur in der Schule, nicht nur im Sport, sondern im ganzen Leben einfach auch positiver begegnen können und auch meistern können teilweise schon. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich jetzt weiter transportieren möchte. Hast du auch noch eine Botschaft? Meine Botschaft ist, macht's mit und bewegt euch. Okay. Der Mo hat letztes Mal so treffend gesagt, tut es einfach. Ja, ja, und ich glaube, genau. Das ist genau das worum es geht. Ja. Ja. Gut, vielleicht können wir einen Teil der Bewegungsoffensive nach diesem Corona-Spektakel sein. Wir würden gerne mitarbeiten, mithelfen, nicht nebeneinander, sondern miteinander. Und vielleicht kommen wir auch im kognitiven Bereich weiter. Und ich habe wirklich ein extrem kritisches Abschlusswort. Muss ich ein bisschen anfangen. Es gibt jedes Jahr in den Ferien so Ferienlager am Land draußen. Und mir hat ein Bauer voriges Jahr Folgendes gesagt. Die Kinder kommen immer auch zu ihm, um Tiere zu sehen, wie arbeitet ein Bauer, was braucht Heu und so weiter. Wie schaut die Arbeit am Bauernhof aus? Und er hat mir gesagt, es sind Kinder gekommen und haben sich gewundert, dass seine Kühe nicht lila sind. Das ist für mich ein Zeichen, wir müssen in irgendeiner Form, glaube ich, doch mehr Umgebung erschließen. Und wenn wir mehr Umgebung erschließen, müssen wir uns bewegen. Wir bekommen Bewegungserfahrung und damit fängt das Ganze, was wir da heute versucht haben, weiter zu transportieren, zum Laufen an. Das ist meine Botschaft. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen Sie nicht, wir hören Sie nicht, aber ich hoffe, Sie waren zufrieden mit uns und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Danke den drei Damen. Claudia, vielen Dank für deine tolle Performance. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Ja, danke. Super war's.